Da reden wir gleich mal. Es gibt ja Hobbys, die sind so ausgefallen, dass sie den meisten Menschen gar nicht erst einfallen. Oder haben Sie schon mal was von Bunkerjägern gehört? Das sind Menschen, die verbringen ihre Freizeit hinter dicken, feuchten Mauern, gern auch unterirdisch, auf den Spuren der Weltkriege. Das kann ganz schön gefährlich sein, wie Sven Rieken live miterlebt hat. Mal gucken. Will ich was finden? Ui, geil. Ja, die Tür ist zu. Da kommst du nicht rein. Hier geht's nicht weiter. Jürgen Labrenz und Daniela Althaus lassen sich nicht gerne aufhalten. Die beiden haben ein sehr ungewöhnliches Hobby. Bunker suchen und untersuchen. Bei diesem hier wird's schwierig. Ich denke, hier ist Schluss, aber da kommt man an den anderen Eingang. Da kommt man, glaube ich, noch rein. Die andere Seite, da müssen wir vielleicht ein bisschen graben. Hier war schon mal jemand. Ja, hier, denke ich, war schon jemand, ne? Der Bunker liegt gut versteckt in einem Waldgebiet bei Osnabrück. Ein Tipp führte die Hobbyhistoriker hierher. Nichts Ungewöhnliches, Krabbeln auf allen Vieren. Oft führen nur schmale Gänge in die alten Bunkeranlagen, die meist aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Die sieht aus wie vereist. Ja, ne? Diese hier ist sogar bewohnt. Fledermäuse an der Decke. Was? Weiß nicht, ich so gar nicht. Ja? Was? Okay. Du hast die Plätze ausgesucht. Ganz oben. Aber Fledermaus ist neu für euch. Fledermaus haben wir noch nicht gesehen bisher. Noch nie live gesehen. Nee. Und was ist das hier für ein Bunker? Das ist ein Stollen, den haben die Bauern hier gegraben. Ein Italiener, der sich damit auskannte, der hat aus einer Bombe hat der Sprengstoff rausgenommen und hat das Ding gesprengt hier und gegraben. Und dann war das für die Bauern hier von der Nachbarschaft. Aber sieht nicht besonders sicher aus. Nee, würde ich auch sagen. Nichts abgestützt. Siehst du ja überall schon die Steine, die hier runtergefallen sind. Also ist sehr gefährlich. Ich glaube, wir sollen noch nicht so lange bleiben hier. Wollen wir weiter erstmal gucken. Hier geht's nämlich noch rum. Je tiefer es in den provisorischen Stollen geht, desto dunkler wird es. Die vergitterte Tür auf der anderen Seite ist eine deutliche Warnung. Hier sollte eigentlich niemand mehr rein. Das bringt ja nichts, auf einer Seite den Bunker zuzumachen, wenn du auf der anderen Seite rein kannst, ne? Aber es ist für euch ein schräges Hobby. Das kann man sagen. Immer Nervenkitzel und mit Gefahren verbunden, ne? Aber muss das sein. Hast du schon viele Bunker gefunden? 20, 30. Sind das wohl schon. Wir waren ja auch im Ausland überall. Da ist auch einiges abzugrasen gewesen. Erfahrungen und Fotos landen anschließend im Internet. Bunkergeschichten wollen die beiden erzählen. Selbst einen Verein haben sie gegründet, um vielleicht ein paar der alten Bollwerke als Museum zu erhalten. Ihr seid ja gut ausgerüstet. Was ist das alles? Oh, Brecheisen haben wir mit. Axt. Klappspaten ist immer das Beste. Klein, leicht und handlich. Der Spaten ist größere. Eigentlich haben sich die beiden den ganzen Tag für ihre Bunkertour freigehalten. Doch diesmal stoßen sie schnell an ihre Grenzen. Ein gefährlicher Fund. Jürgen Labrenz findet ein scharfes Geschoss. Was ist das? Jo, das ist eine, also ich tippe mal, das ist eine Stabbrandbombe, aber hundertprozentig. Oh Gott. Die ist auch noch intakt, die ist noch nie ausgebrannt. Die funktioniert noch. Das ist ein Stück Holz. Haben Sie was schon mal gefunden? Nee, bisher ist das mein erster Fund, also da habe ich sowas noch nicht gefunden. Ich bin einfach gegengetrieben. Ich denke, das ist ja toll, so ein Stück Metall. Meinen, ist noch scharf? Bin ich ziemlich sicher. Und jetzt? Ja, ich würde sagen, Feuerwehr anrufen, ne? Der Bombenexperte kommt zu Fuß, glaubt erst nicht an einen zufälligen Fund. Doch dann ist auch der Feuerwerker überzeugt. Eine amerikanische Stabbrandbombe mit Sprengsatz drin, also mit einer Zerlegerladung. Das heißt? Die dürfen wir nicht transportieren, die darf auch nicht bewegt werden mehr. Ja. Wir müssen jetzt Vitor bei Ordnungsamt anrufen und Kampf- und Beseitigungsdienst. Alles klar, dann sperren wir das hier ab. Ein Fall für die Experten aus Hannover. Die Osnabrücker Feuerwehr darf nichts weiter machen. Die brannten bis zu einer bestimmten Länge ab und dann detonierten sie. Das hieß also, man konnte an diese Sachen nicht mehr rangehen. Und so ein Teil ist das hier. In Osnabrück und Umgebung liegen noch viele solcher Bomben, meist allerdings nicht so offen. Die beiden Hobby-Bunkerjäger ziehen sich hinter die Absperrung zurück. Denn auch wenn Jürgen Labrenz in Frankreich schon größere Granaten gesehen hat, hier bleibt ein mulmiges Gefühl im Magen. Ja, ne? Also das habe ich auch noch nie erlebt. Echt, das ist so viel Aufschluss. Unglaublich. Wahnsinn. Also man merkt dann aber doch, dass es gefährlich ist. Ja, leicht zittern habe ich auch so. Das ist fast wie ein Verdun. Da liegen die Dinge offen und hier trittst du dann halt drauf. Aber ich wusste sofort, was es war. Ne? Das ist super geil. Hätte ich nicht gedacht, dass hier solche Viecher noch rumliegen. Ne? Hier im Wohngebiet, ne? Weil hier überall die Leute rumlaufen und so, ne? Ach nein. Okay. Tschüss. In die Erleichterung, nichts passiert, mischt sich dann doch etwas Stolz über den Fund. Aber ganz gewiss passen die beiden bei ihrer nächsten Bunkertour genau auf, wo sie hintreten.